Hallihallo ihr Lieben, es ist soweit, endlich. Viele von euch haben sich sehr gewünscht, ein Tutorial in Zentimeterangaben, also ein Tutorial für ein Mini-Album in Zentimeterangaben. Ich habe mir jetzt dazu gesetzt, eigentlich ist schon länger her, dass ich mir dazu gesetzt habe, aber das Schätzchen hat ein bisschen länger gedauert und ich habe es euch auch noch nicht sagen können, weil ich es noch nicht verschenkt habe. Jetzt, in dem Moment, wo es online geht, ist es verschenkt. Also kann ich euch das Tutorial auch zeigen. Und zwar ist das ein relativ großes Mini-Album. Es ist 20x20 cm und hinten hat es 7 cm in der Breite. Ich gehe es einmal mit euch ganz kurz durch und im Anschluss werden wir das gemeinsam basteln. Also anfangen tut das Ganze so. Im Äußeren, also es ist ein Babyalbum, unschwer zu erkennen, für das erste Jahr. Ich habe das Ganze so aufgebaut. Die Idee habe ich übrigens von der Rosa Kelly. Die Maße habe ich abgeändert. Im Großen und Ganzen ist es aber von ihr die Idee. Genau, nur dass ich es in Zentimeter umgewandelt habe. In dem Bereich ist genug Platz für die Schwangerschaftsfotos, Ultraschallfotos, Babypartyfotos, wenn man eine macht. Genau, da hat man sehr viel Platz. Auf der Seite ist dann Platz für Fotos von der Geburt, also nicht von der Geburt, aber um die Geburt. Wer will, kann natürlich auch Fotos von der Geburt eingeben. Das bleibt jedem selber überlassen. Genau, da hat man dann Platz vielleicht zum Reingeben vom Armbandteil von der Geburt. Und da hat man noch einmal einen riesengroßen Tag für Platz für Fotos. Oder man schreibt da die Notizen, wie es in der Schwangerschaft war oder bei der Geburt. Oder einfach Gedanken, die man festhalten will fürs Baby später. Und dann geht das eigentlich so weiter, dass für jedes Monat eine Seite Platz ist. Da hat man noch zum Aufklappen Platz für Fotos. Genau, so geht das dann durch. Und eben auf jeder Seite diese Einschubtags für Platz für noch mehr Fotos. Also das Album bietet sehr viel Platz für Fotos, wie man sieht. Man macht ja vor allem im ersten Monat vom Baby sehr viele Fotos. Aber man kann das natürlich auch. Also in meinem Fall mache ich solche Alben ganz gern Jahr für Jahr. Für jedes Jahr ein Album. Und da kommen dann die ganzen, also nicht alle, aber viele der Handyfotos, ausgewählte Handyfotos dann da rein, weil, sagen wir uns ehrlich, wir schauen uns die Fotos sonst nie wieder an. Da hat man eigentlich also eine Doppelseite, die habe ich mit Absicht spiegelverkehrt gestaltet, dass es auch große Optik hat. Da haben wir dann ein Ziehelement, finde ich auch ganz coole, eine coole Idee. So, da haben wir so ein riesen Bellyband, und auf der letzten Seite, also sind insgesamt 6 Seiten, hat man dann da wieder Platz für Fotos. Ganze immer mit Magneten verschlossen, das finde ich ganz angenehm. Und diese Monatskarten habe ich oft nur zur Hälfte eingeklebt, damit man dann da die Fotos noch so drunter reingeben kann. Und auf der letzten Seite ist dann natürlich auch Platz für den ersten Geburtstag, wo man dann auch noch einen Haufen Fotos und Erinnerungen reingeben kann und reinschreiben kann. So. Und wie man dieses Album bastelt, werde ich euch jetzt Schritt für Schritt zeigen. Wahrscheinlich werde ich das Video auf ein, zwei Teile aufteilen, weil es sonst einfach zu lange wird. Aber das sehen wir dann eh.
Also, ich würde sagen, wir legen gleich einmal los. So, für das Album, damit man weiß, wie man auf die Maße für das Cover kommt, fange ich heute einmal anders an, um euch das besser erklären zu können. Und zwar fangen wir dafür einmal mit den Seiten an. Also, wir fangen an mit den Basisseiten. Für das Album hätte ich gern 6 Seiten, ja, so vorne und hinten. Das heißt, wir brauchen für die Seiten 2 Blätter oder 2 Bögen, die, also je Seite 19 cm mal 21 cm ist die erste Seite und die zweite Seite ist auch 19 cm mal 19 cm. So. Das Ganze brauchen wir dann 6 mal, also 6 mal 19 mal 19 cm und 6 mal 19 mal 21 cm. Die Reststücke bitte alle aufhalten, die brauchen wir dann für später. Dann nehme ich mir das Falzbrett zur Hand und da falze ich mir die Seite, die 21 cm breit ist, bei einem Zentimeter, bin ich im Bild, ja, bei einem Zentimeter und bei 20 cm oder halt links und rechts bei 1 cm. Ich mache das ganz gerne so, dass ich eben bei 1 cm und 19 cm 20 cm falls, weil dann weiß ich ganz genau, auch wenn ich da zum Beispiel jetzt die schiefe Kanten habe, ich habe da jetzt dazwischen genau 19 cm, dass das dann mit der Seite zusammenpasst. So. Jetzt lege ich mir das einmal zur Seite. Dann nehme ich mir mein Falzband zur Hand und falze mir da die 2 Klebelaschen einmal nach. Nehme mir Abreißklebeband und gebe mal auf beide Klebelaschen Klebeband drauf. Das kann man natürlich auch mit Flüssigkleber machen. Ist gar kein Problem. Also ist für jemanden, der vielleicht ein bisschen ungeübter ist, sogar sinnvoller, weil man dann halt noch ein bisschen noch ruckeln kann. Ich mag es zwar eigentlich auch ganz gern. Huch, super, schon schief. Lieber mit Flüssigkleber, weil ich noch nachbessern kann. Aber in dem Fall geht das mit einem kleinen Trick eigentlich auch ganz gut mit Abreißklebeband. Und der Trick schaut so aus. Dann nehme ich mir wieder mein Falzbrett zur Hand. Gebe mir da ein Stück schon herunter. Lege mir das so ins Eck, dass es links und rechts anliegt. Die zweite Seite gebe ich mir da oben drauf. Und wenn ich da beide schön im Eck drinnen habe und gerade anliegen habe, kann ich es mir da drauf kleben. Ziehe mir drunter die Schutzfolie ab. Und dann ist das schon drauf und das ist dann perfekt im übereinander quasi. So. Dann ziehe ich mir auf der anderen Seite noch die Schutzfolie ab. Schau, dass es eh noch schön übereinander liegt, aber das sollte normalerweise passen. Und klebe mir die zweite Seite an. So. Verformen dann mit allen 6 Stücken, dass wir dann 6 Seiten haben. Genau. Und was ich noch nicht gesagt habe, ist, ich habe da jetzt etwas stärkeres Papier genommen. Das ist, muss ich kurz nachschauen, 200 Gramm Papier, weil mein Designpapier, das ich draufkleben möchte, dünner ist. Wenn jemand dickeres Designpapier hat, dann würde ich dünneres
Papier, so 120, 130 Gramm Papier verwenden. Sonst wird das Ganze halt einfach zu dick und zu schwer. Genau. So, für die Bindung nehme ich mir einen A4-Bogen und noch einmal. Noch einmal das Schneidebrett. So. Und dann schneide ich mir das Ganze, nachdem die Seiten in der Höhe 19 cm haben, soll die Bindung eine Spur kleiner sein als die Seiten selber, dass sich die Seiten dann schön raufkleben lassen. Das heißt, ich kürze mir mal das A4-Papier an der schmalen Seite bei ca. 18,5 cm, dass man halt einfach ein bisschen Spül hat. Man kann auch 19 cm schneiden und dann die Ecken abschrägen, aber dann passt das oft nicht ganz genau und deswegen schneide ich das ganz gern einen halben Zentimeter kleiner. So, das war's dann auch schon wieder. Und dann lassen wir uns das Ganze einfach einmal in der Länge bei A4. So. Und an und für sich, da werde ich jetzt einfach die Maße ansagen, wo wir falzen, aber ich möchte, dass ihr das, oder ich würde gern versuchen, dass ihr das versteht, wie man auf das Ganze kommt. Also wir brauchen Bindungselemente, die wir da reinschieben können. Die sind 1 cm hoch, also 1 cm stecken wir da rein, dass man die Seiten da so raufstellen kann. Und zwischen den Seiten, ich will das noch einmal her, zwischen den Seiten, wenn wir die Seiten so draufstecken, hätte ich auch ganz gern 1 cm Luft, damit man dann einfach, wenn man jetzt die ganzen Klappelemente und Faltelemente und was auch immer man da rauf gibt auf die Seiten, dass da genug Platz und Spül ist. Genau. Und damit wir das Ganze einkleben können, habe ich gern links und rechts so circa 5 cm Platz, damit das auf dem Cover gut haltet und ja, dann sicher drauf ist. Das heißt, ich falze mir mal die erste Falzlinie bei 5 cm und die Falzlinie, die liegt dann beim Cover. Jetzt nehme ich mal, ich habe es mir schon vorbereitet. Die liegt dann beim Cover genau. Und da haben wir den Buchrücken und da haben wir den Deckel. Und genau in der Falzlinie da dazwischen, da sind dann die erste Falzlinie bei den 5 cm. Das ist einfach nur so eine Richtlinie oder eine Richtfalzlinie, damit wir wissen, wo wir es einkleben. Genau. Dann falzen wir einmal einen Zentimeter weiter, also bei 6 cm. Das ist der erste Platzhalter. Also der erste Streifen zwischen den Seiten, dass wir Platz haben für die Klappmechanismen. Und jetzt kommt wieder ein Zentimeter dazu und noch ein Zentimeter dazu. Diese beiden Zentimeter werden dann so nach oben, also so zusammengeklebt, und da stecken wir dann unsere Seiten drauf. Dann kommt wieder ein Zentimeter für Platz. Noch einmal, zweimal 1 cm, das ist dann die zweite Seite. Wieder 1 cm Platzhalter. Noch einmal zweimal ist die dritte Seite. Noch einmal Platz. So. Das ist doof. Sage ich gleich warum. Ich habe bei dem Falzbrett kein 15 cm genau. Macht nichts, also wir führen jetzt da bei 15 cm falzen und dann bei 16 cm. So, jetzt haben wir verzählt Platz. 1, 2, 3. So, das ist die vierte Seite bei 17 cm. Dann wieder 1 cm Platz. Fünfte Seite, Platzhalter. Die sechste Seite.
Und jetzt ist der Rest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Da haben wir jetzt 1 cm wäre noch bis in etwa bis zum Buchrücken quasi. Also bis zur Kante vom Buchrücken. Die falte ich mir jetzt aber nicht, weil das kann oft einmal sein, dass das 1, 2 mm nicht ganz passt. Und dann hätten wir noch knapp 5 cm, die auf der Hinterseite vom Albumcover zum Festkleben gedacht ist. Genau, also man könnte sich jetzt einfach bei 29 cm noch einmal schneiden, aber das ist total egal. Und was ich jetzt mache, weil mir diese Falzlinie bei 15 cm fehlt, ich lege mir einfach die Rille da in einer Rille an und falze 1 cm weiter noch einmal und dann habe ich eigentlich alle Falzlinien, die ich brauche. Ich hoffe, das war einigermaßen gut erklärt und nicht so verwirrend. Also, wenn wir das jetzt da haben, falten wir uns die dritte Falzlinie nach oben und dadurch kriegen wir uns die Bindung. Also wir haben die erste Falzlinie ist die zum Anlegen, die faltet man nicht nach, die ist wirklich nur, die verschwindet dann eigentlich beziehungsweise da faltet sich dann das Buch oder das Album. Die zweite Faltlinie ist der Anfang von dem Bindungselement quasi. Die dritte Falzlinie ist oben und die vierte Falzlinie ist das Ende von dem Bindungselement. Dann lassen wir einen Streifen aus und die nächsten beiden falten wir wieder nach oben zusammen. Und ich mache das immer so, dass ich das gleich in beide Richtungen einmal durchfalte, dass das später dann zum zum Durchblättern leichter geht. So. Genau, dann lassen wir wieder eine Falzlinie aus und die nächsten beiden falten wir wieder nach, also die nächsten beiden Streifen quasi, falten wir wieder zusammen. Und so verfahren wir jetzt bis zum Schluss. So soll das Ganze dann ausschauen. Ich zeige es einmal von oben. Genau. Und diese V-förmigen Spitzen, die kleben wir uns jetzt zusammen. Dafür nehmen wir wieder ein Abreißklebeband her. Suchen wir den Anfang. Irgendwo. Da. Und dann klebe ich mir entlang, also innerhalb. Gib's mal fest. Innerhalb der Falzlinie, dass man die Falzlinie nicht verklebt, sondern ja. Da sieht man das. Genau. Also dass man die Falzlinie noch sieht, dass der Kleber dann einfach nicht ausschaut. Wenn es einmal passieren sollte, dass das doch passiert, ist auch kein Problem, dann kann man sich das Ganze so ein bisschen hinterfalzen, streichen und dann zusammenkleben. So, dann gehe ich da noch einmal drüber mit einem Falzband oder einem Rake und dann passt es auch schon. Und so machen wir das bei allen. Wenn wir die Bindungselemente zusammengeklebt haben,
gehe ganz gerne noch einmal mit dem Veitsbein oder dem Akel. Das mag ich ganz gern, weil das einfach eine größere Fläche ist und trotzdem gut in der Hand liegt. Über alle Elemente drüber und schau, dass ich es mal schön in beide Richtungen falte, dass das Ganze dann am Ende schön gleichgängig ist. So. Und dann streichen wir das ganz gerne hin und her und dann haben wir da unser Bildungselement fertig. Bevor ich das ins Cover reinklebe, müssen wir erstens das Cover machen und zweitens gebe ich mir dann noch, geht sich das aus? Das ist fast zu groß. Gebe ich mir da noch ein doppelseitiges Klebeband rein. Dafür nehme ich mir aber ein starkes Klebeband. Dann muss ich mir wieder den Anfang suchen. Da ist es. Und ich gebe mir das auf jedes Bindungselement drauf. Und zwar so, so an der oberen Kante, also an der äußeren Kante quasi. Entlang. So, mal im Pulz an. Genau. Weil, wenn ich die Seite drauf stecke, braucht die ein bisschen, also ich kann die nicht bis ganz oben stecken, dann kann man das nicht mehr gescheit umblättern. Deswegen gebe ich mir den Kleber eher an die obere Kante, dass man da noch, erkennt man das? Gut, 2-3 mm Luft hat, wo man dann halt einfach ein bisschen Spül hat mit der Seite beim Reinkleben. Und das mache ich jetzt bei alle 6 Bindungselemente wieder, aber nur auf einer Seite. Das hat, achso, das geht ja nicht zum Schneiden eigentlich. Das geht ja nicht zum Reißen, Manni. Anyways, das hat den Grund, weil doppelseitiges Klebeband nicht so lang haltet oder halt irgendwo nachgibt oder sich lösen anfangen kann. Ist kein Muss, aber es kann. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, mache ich das ganz gern auf der einen Seite mit einem starken doppelseitigen Klebeband und auf der anderen Seite klebe mir die Seite mit Flüssigkleber fest. Hin und wieder, wenn ich jetzt, so wie da, habe jetzt ein starkes doppelseitiges Klebeband, aber wenn ich jetzt kein starkes doppelseitiges Klebeband zur Hand habe, sondern nur ein normales Abreißklebeband, dann gebe ich auch über das Abreißklebeband noch Flüssigkleber drauf, einfach um auf der sicheren Seite zu sein, weil das ist total schade, wenn sich dann an der Stelle der Kleber auflöst und die Seiten auserfallen. Also das hätte ich schon ein, zwei Mal gehabt, deswegen spreche ich aus Erfahrung. Und das ist dann einfach schade. Man kann es natürlich reparieren, aber es ist, erstens ist es doppelte Arbeit umsonst und man ärgert sich dann und dann, ja, ist das einfach nicht notwendig. Genau. Und ich gehe dann auch noch einmal über das Klebeband, das passiert so automatisch schon bei mir, mit dem Rakel drüber, damit sich der Kleber schön mit dem Papier verbinden kann. So, und jetzt, ich habe es mir natürlich schon ausgeschrieben, aber jetzt kann man normalerweise einfach nachmessen, wie viel brauche ich für mein Buchrücken. Und da, das sieht man dort eher schwer, schauen wir auf der Rückseite, also misst man von der ersten Falzlinie, die wir ja in die Rille einkleben oder halt anhalten, bis zur letzten Falz, wo die Seite ist, sind 6 cm, also können wir auch die Streifen zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die haben wir ja immer den Platz dazwischen 1 cm gemacht, das heißt, das sind 6 cm plus 1 cm will ich haben, noch bis zum Platz bis zum Buch, bis zur Buchhinterseite. Das heißt, wir brauchen ein Cover
Element von 7 oder ein Buchrücken von 7 cm. So kommt man auf die Maße, nur zum Verständnis. Genau, das heißt, das legen wir jetzt derweil einmal zur Seite und dann machen wir unser Cover. Das Cover schaut so aus. Unsere Seiten haben ja 19 x 19 cm und das Cover mache ich ganz gern 1 cm größer als die Seiten. Das macht einen schönen Abschluss, dass die Seiten nicht drüber ausstehen oder wenn man Text reinstecken möchte, dass das halt nicht rausschaut. Genau. Die Vorder- und Rückseite habe ich schon vorbereitet, 20 x 20 cm. Und für ein Buchrücken muss ich mir das Ganze noch zurechtschneiden. Und jetzt zeige ich, wie ich das mache. Also ich nehme mir mein Falzbrett, Falz- und Schneidebrett zur Hand, das ich vom Action habe. Und schneide mir das Ganze zurecht. Und zwar mache ich das so. Ich hoffe, ihr seht es jetzt. Ich muss mir das nämlich aufklappen. So, so machen wir das. Genau, und zwar lege mir das einmal bei 7 cm an, so den Karton, das ist einfach ein Reststück, das ich schon rumliegen gehabt habe oder auf dem Cover noch übrig geblieben ist, und dann fahre ich mit der Klinge einfach ein paar Mal hin und her. Je nachdem wie alt oder neu die Klinge ist, kann es sein, oder wie dick der Karton ist, reicht das schon. Und wenn der Karton aber dicker ist, wie in meinem Fall, das sieht da so 2 mm Karton circa, drehe mir das Ganze einfach um und dann hat man das schon geschnitten. Und dann muss ich das Ganze noch bei 20 cm, muss ich es nicht mehr kürzen, weil das passt schon. Genau. Und so schnell geht das, weil ich finde das einfach mit dem super praktisch, weil früher habe ich es immer mit dieser Cuttermesser da geschnitten und irgendwie kriege ich dann immer ein Wänkchen rein und ich habe es ja gern gekocht. Genau. So, für das Einbinden vom Cover nehme ich mir dann ganz gern dünneres Papier. Das ist jetzt zum Beispiel das 120 Gramm, also das seht, das ist schon ein Unterschied zu dem Papier. Das ist das 200 Gramm Papier. Aber zum Einbinden reicht mir das, weil da kommt ja noch Designpapier und Ermattung vom Designpapier vielleicht auch noch drauf und Deko, und der Karton ist ja dick genug, also da braucht man jetzt nicht mehr Secure ist nötig, also zu viel Papier ist doch nicht notwendig, zu dickes Papier. So. Ich gebe mir auf jeden Fall auf das Papier an entlang der langen Seite einmal ein Abreißklebeband. Kann man natürlich auch mit Flüssigkleber arbeiten. Jeder wie es lieber hat. Also man entwickelt ja mit der Zeit seine Präferenzen, was man wo lieber verwendet. Also es gibt gewisse Sachen, da verwende ich Abreißklebeband ganz gern. Aber meistens arbeite ich halt schon lieber mit Flüssigkleber. Aber solche Sachen, wo ich was miteinander verbinden muss oder so in die Richtung, arbeite ich dann doch ganz gern mit Abreißklebeband. Und für das Einbinden von unserem Cover jetzt speziell klebe mir 3 A4 Seiten zusammen, beziehungsweise das ist keine ganze A4 Seiten, das ist ein Reststück, was ich übrig gehabt habe, und das geht sich aber wunderbar aus und deswegen verwende ich das und das passt auch. Und dann klebe ich mir das da zusammen. Und das war's dann. Und dann kann man auch schon beginnen, den Karton da aufzukleben.
Und dadurch, dass jetzt ein bisschen kleiner ist, werde ich auf der Seite anfangen, um sicher zu sein, dass ich da in der Mitte bin. Weil wenn ich normalerweise fange ich mit dem Buchrücken an, damit ich ja von da aus arbeiten kann. Also ich fange am liebsten halt mit dem Buchrücken normalerweise an. Aber ja, dann passt es mir da gar nicht und deswegen fange ich auf der Seite an. Und dafür nehme ich mir jetzt tatsächlich den Flüssigkleber. Den bringe ich da vollflächig auf oder halt großzügig auf. Und da verwende ich tatsächlich lieber Flüssigkleber als doppelseitigen Kleber, weil es da schon vorkommen kann. Weil es da vorkommen kann, dass da einfach Luftblasen dazwischen entstehen. Und das hört man dann einfach beim Aufblättern und beim Umblättern. Und ja, das ist dann nicht so schön, wenn man die hört oder auch sieht im schlimmsten Fall. Gell? Und dann habe ich da so ein, das war bei meinem coolen Lineal mit dabei in dem Set. Das wollte ich eigentlich haben, das habe ich einzeln aber nirgends gefunden und dann habe ich halt da dieses Set gehabt. Zum Buch binden ist es eigentlich und das ist für den Zwischenraum zum Anlegen. Damit man weiß, wie viel Zwischenraum man da verwenden soll. Und ich muss gestehen, ganz ehrlich, ich habe immer zu wenig Zwischenraum gelassen und habe mir gedacht, na, so viel Zwischenraum braucht man nicht, das funktioniert ja so auch tadellos. Also wenn ich da nur 1 mm dazwischen habe oder 1,5. Aber seitdem ich das habe, bin ich eines Besseren belehrt worden tatsächlich. Es lässt sich nämlich wirklich deutlich besser auf und zu machen. Und das schaut da jetzt echt brutal viel dazwischen aus. Aber das braucht man dann auch einfach, weil eben wie gesagt, mein Karton ist 2 mm groß und auf dem, ich nenne es mal Lineal, gibt es auch den Hinweis, kann man es lesen, 2 mm oder 1,5 mm. Ich verwende aber immer die 1,5 mm, weil die 2 mm finde ich dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Genau, die lege ich mir da dazwischen an, sodass sie ungefähr halt den gleichen Abstand hat. Wer sowas nicht hat, weil das muss, braucht man jetzt im Endeffekt nicht wirklich, nimmt sich ein Reststück vom Karton und legt den doppelt. Jetzt zeige ich gleich, was ich meine. Das ist nämlich umdrehen, feststreifen und dann zeige ich euch was ich meine. Das ist nämlich auch ganz, da gehe ich ganz gerne mit dem Falzbein noch schön drüber, um den Kleber zu verstreichen, dass sich das ein bisschen in die Ecken noch verschiebt und keine Muggerlein drauf sind. Aber es ist mit dem Dombo, hat man da eh nicht so die Probleme, sage ich mal. Genau. Also, was ich gemeint habe, ist, ich nehme das als Reststück und dann falte das Bandholz so in der Mitte zusammen. Und das kann man dann da in die Mitte reingeben und dann hat man genau den perfekten Abstand, den man braucht, wenn man es falten will. So, jetzt nehme ich mir noch eine Schere. Und kürze mir da auf der Seite das Papier ein bisschen ein. Das muss nur so ungefähr sein, so 3 cm in etwa. Und da passe ich mir das Ganze noch an. Und dann nehme ich mir dieses tolle Lineal zur Hand, meine Schere. Und schneide mir die Ecken ab. Schaut dann so aus.
dass man da einen schönen Überstand hat, dass man die Ecken vom Karton schön einbinden kann. Wenn man zu knapp zubeschneidet, kann es halt einmal vorkommen, dass man die Ecken dann noch sieht und das wäre schade. Weil da geht ja doch einiges an Zeit drauf bei so einem Mini-Album. Die Basis ist meistens recht gut gemacht, seht ihr eh. Aber Designpapier drauf geben und Seiten dekorieren und da steckt man einfach viel Arbeit und Liebe eine und dann ärgert man sich am Ende des Tages, wenn es dann nicht passt. So, ich gebe mir entlang der äußeren Kanten wieder Abrissklebeband drauf. Und dann, das werde ich jetzt mit euch gemeinsam ausprobieren. Das habe ich jetzt nämlich mal bei einem Video auf YouTube gesehen, dass ich mir das umdrehe und das Papier auf der Seite entlang fällt vom Karton. Dass sich das da in der Richtung schon einmal vorbirgt. Ganz cool. Also weil ich habe es immer so gemacht, machen wir jetzt auf der Seite, dass ich mir das einfach so nehme und dann so rumbirge, dass es sich da schon in die Richtung falten lässt. Aber wenn man das ist cool. Ja, man lernt nie aus. Also von der Seite, von der Front quasi, also von der Seite, die man sieht, da mal rundherum mit dem Falzbein gehen, dann birgt sich das Papier schöner rundherum beim Einbinden. Ja, das finde ich gut. Dann nehme ich mir Flüssigkleber und gebe entlang, also wirklich nur entlang der Kante vom Karton und da dazwischen natürlich auch ein bisschen den Flüssigkleber, damit das schön am Karton festklebt. Und dann streiche ich mir das Ganze schön über die Kanten drüber und ich muss sagen, das ist ein genialer Tipp gewesen. Gefällt mir gut. Schaut nämlich noch einmal um eine Spur schöner aus. Dann mit dem Falzbein knicke ich mir da das Papier. Bin ich da im Bild? Ja. Einmal da so runter. Links und rechts. Und schieben wir das gleichzeitig ein bisschen einer, die Kante. Und dann auf der anderen Seite an. So. Ah, wo bin ich? Da bin ich. So soll das ausschauen. Dann kriegt man nämlich später, wenn wir die Querseiten machen, einen schöneren Abschluss, eine schönere Kante zusammen. Also, ich mache, wie ihr seht, zuerst die langen Seiten, damit das, also für mich, schaut das dann einfach schöner aus, wenn man die langen Seiten zuerst macht. Natürlich da wieder mit dem Falzbein drüber gehen, über beide Seiten, vorher vergessen. So, und dann da wieder die Seiten reinknicken. Links und rechts. So. Und dann machen wir das Ganze bei den kurzen Seiten, also wieder entlang vom Karton Flüssigkleber. Schutzfolie abziehen und schön drüber streichen. So.
eine Rake oder ein Falzbein drüber. Und da seht ihr jetzt, das ist eine wunderschöne Ecken. Und da genauso. Also die mit das Lineal, das war jeden Cent wert, das ich da gekauft habe. Muss ich echt sagen. Weil mir ist das so oft passiert, also dass ich das Papier einfach zu knapp am Karton abgeschnitten habe oder halt nicht schön schräg abgeschnitten habe und dann habe ich da einfach auf der Ecke hat es dann so ausgeschaut und auf der Ecke ist dann so umgegangen. Also so schaut das einfach schöner und sauberer aus. So, und jetzt nehmen wir uns unser Bindungselement her. Bevor wir das machen, nehme ich mir ein Lineal. Ich lerne aus meinen Fehlern, ich sag's euch. Mit dem, ich bin ja immer mit dem Falzbein drüber gegangen und habe das schön eingestrichen. Funktioniert also, manche kennen das, ich bin offensichtlich zu grob motorisch. Bei mir ist so mindestens jedes zweite Mal, wenn nicht sogar jedes Mal, dass ich mir irgendwo das Papier da einreiße und das ärgert mich dann jedes Mal so. Aber eben, wenn man so einfach ein längeres Lineal nimmt, bis sich hin und her ruckelt, und dann kann man sich das Ganze schon einmal so zurechtbiegen. Dann hat man das Cover soweit fertig. Und dann nehmen wir uns unser Bindungselement her. Und das mache ich so, so wie ich vorher schon gesagt habe. Gib mir einmal ein doppelseitiges Klebeband. Außen drauf. An die Flügel lang quasi. So. Und an die auf die Zwischenräume. Nehme mir wieder mein Rakel. Verbinde wieder das doppelseitige Klebeband, also das Klebemittel, mit meiner Seite. Und dann ziehen wir mal bei allen die Schutzfolie ab. Wenn die Schutzfolie herunter ist, nehme ich mir meinen Flüssigkleber. Legen wir schon das Cover mal schön bereit und dann gebe ich mir wirklich auf das doppelseitige Klebeband, vor allem auf das doppelseitige Klebeband den Flüssigkleber und natürlich sonst überall auch. Vor allem auf das doppelseitige Klebeband sage ich deswegen, weil doppelseitiges Klebeband biegt ihr gleich einmal und dann hat man keine Chance mehr zum Ruckeln. Außer man fetzt es wieder ab, aber dann zerstört man sich meistens alles. Von dem her gebe ich mir aufs doppelseitige Klebeband den Flüssigkleber auch noch drauf, weil wenn man es noch nicht fest reingedruckt hat, kann man es noch ein bisschen hin und her rutschen. Quasi, es ist quasi so eine Schutzschicht oder so, wie man dazu sagen mag. Und dann gebe ich mir da am Rand vom Karton auch noch einmal ein bisschen Flüssigkleber drauf. So. Zur Sicherheit. Und dann versuchen wir nicht eine zum Greifen in den Kleber. Und so. Die Seite, wo man da diese, da ist sie, haha, kein Wunder, dass ich sie nicht sehe. Auf der Seite, wo wir die Falzlinie gezogen haben, da schauen wir mal, dass wir die dann in die Rille oben und unten reinlegen und schauen, dass wir oben und unten auch einen guten Abstand haben und gerade sind. So, das heißt, da und da brauchen wir den gleichen Abstand und dass wir da parallel zur Kante sind. Und wenn wir das sind, greifen einen Kleber ein und machen gleich einmal einen Fleck ins Cover. Und dann
verschmieren wir den ganzen Kleber und streichen uns das Ganze einmal fest. So. Und jetzt kann unser Bindungselement eigentlich nirgendwo mehr hin. So. Das richtig schön festdrucken. Und so schaut das Ganze aus. Jetzt nehme ich mal wieder das Lineal, suche mir da meine Linie und arbeite mir da das schön ein. Schön langsamer vor allem. Vorsichtig mit dem Falzbein drüber, dass sich das Ganze schön falten lässt. Und auf der anderen Seite genauso. Suche mir da die Bindung, also den Stoß vom Buchrücken zur Front bzw. zur Hinterseite vom Album. Und dann gehe ich da schön vorsichtig mit einem breiteren Falzbein drüber. Vielleicht ist das mein Problem. Das andere ist doch ein bisschen dünner. Das könnte mein Problem sein. Und schau, dass ich das da schön einarbeite und dass wir da keine Falten haben. Gegebenenfalls eben noch ein bisschen nachruckeln. So. Und so flott haben wir jetzt unsere Basis, also das Album, die Albumbasis und unsere Basisseiten fertig. Und wie wir die Seiten dekorieren, beziehungsweise wie die ganzen Klappmechanismen und das Einkleben funktioniert, das werde ich dann im nächsten Teil sagen. Also viel Spaß beim Nachwerkeln. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge quasi wieder zuschaut und mitbastelt. Bis dann, Baba!